Es ist unglaubliche 57 Jahre her, dass ich diese Stiegen hinaufgegangen bin, um an der BOKU Forstwirtschaft zu inskribieren. Damals hatte die BOKU insgesamt 1345 Studenten und die Immatrikulationsfeier für alle Erstsemestrigen gemeinsam konnte noch im Festsaal stattfinden. Studien gab es damals 4 Studienrichtungen. Wenn wir dazu heute vergleichen, jetzt haben wir 11.000 Studierende, 50% davon sind Frauen. Das waren damals auch weniger, wie ich inskribiert hatte. Und statt der 4 Studienrichtungen bieten wir zurzeit 8 Bachelorstudien, 32 Masterstudien an und 8 Doktoratsprogramme. Die BOKU wird insgesamt von 1727 Bediensteten betreut und davon sind 1123, glaube ich, wissenschaftliches Personal. Auf diesem Aufgang zur Feststiege sehen Sie an den Marmortafeln alle Rektoren der Bodenkultur ausnahmslos angeführt. Der erste Rektor ganz links oben, Martin Wilkens von 1872 bis 1873. Wie man dann da drüben sehen kann, ist noch für einige Rektoren Platz. Die Amtszeit der Rektoren am Anfang war jeweils nur ein Jahr. Das heißt, bei dieser Anzahl von Professoren, die es damals gegeben hat, kam eigentlich fast jeder einmal dran.